normalerweise haben die Leute immer viel mehr Respekt vor einem Hund, der bellt. Aber es ist eigentlich so, dass der knurrende Hund der gefährlichere Hund ist. Ansonsten empfehle ich vielleicht darauf zu achten, wie steht der Hund da. Wenn er sein ganzes Gewicht nach vorne legt, auf die Vorderpfoten, die Ohren ganz steif nach oben hält, das kann auch ein Anzeichen sein, dass der Hund unter großer Anspannung steht. Kinder sollten nie auf einen Hund zurennen. Die sollten immer gehen zu einem Hund. Dann nur, wenn sie vorher gefragt haben, ob sie den Hund auch berühren dürfen. Kinder und Hunde dürfen spielen, aber nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Kleine Gegenstände zum Spielen sind nicht so geeignet. Da ist die Gefahr, dass der Hund zwar nach dem Gegenstand schnappt, aber vielleicht dann die Hände des Kindes noch zu fassen kriegt. Das ist auch nicht das, was wir möchten. Also möglichst große Sachen nehmen, wo dann die Berührungsmöglichkeit weniger gegeben ist. Gefährliche Situationen können sein, zum Beispiel, wenn der Hund allein angebunden ist vor einem Laden. Ein Hund, der sich sonst sehr umgänglich zeigt, kann in dieser Situation verunsichert sein und aus dieser Verunsicherung heraus negativ reagieren. Dann ganz sicher Spielzeuge, Futter können gefährliche Situationen generieren, weil der Hund einfach seine Beute bewachen will. Dann Hündinnen mit Welpen immer sehr vorsichtig sein, das kann auch gefährlich sein. Oder halt Hunde, die Schmerzen haben, sich unwohl fühlen, sonst irgendwie krank sind, da muss man auch aufpassen. Wenn man sich nicht sicher fühlt, immer den Hund ignorieren oder nicht in die Augen schauen, über ihn hinwegschauen. Tipps, um das Hundeverhalten richtig einzuschätzen, entnimmt man am besten aus Fachliteratur oder erkundigt sich bei erfahrenen Hundetrainern. Ich würde einfach sagen, sich immer defensiv verhalten, das ist ganz wichtig. Und halt auch respektieren, dass der Hund vielleicht sich mal in einem Moment nicht so wohl fühlt. Ein Hund, den man vorher problemlos streicheln konnte, an dem Tag vielleicht Schmerzen hat, muss man auch da vorsichtig sein. Es ist so, wenn ihr von einem Hund umgerührt werdet oder schon am Boden liegt, wenn ein Hund zu euch herkommt, dann müsst ihr ein Päckchen machen. Für ein harmonisches Zusammenleben mit dem Hund ist sicher ganz wichtig, den Hund nicht als Mensch sehen, sondern als Hund. Den Hund verstehen lernen und Rücksichtnahme.